Hallo YouTube, heute stelle ich euch wieder ein. Es war mal ein Video vor mit den Spielen von Kingdom Hearts. Ich habe leider nicht alle Kingdom Hearts Spiele, mir fehlt der Game Advance Teil noch. Und ich sage sofort am Anfang, ich weiß, dass Kingdom Hearts eine große Fangemeinde hat und ja, die werden mir dann wohl unterstellen, ich habe keine Ahnung, was ja auch zum Teil stimmt. Ich habe nie alle Spiele durchgespielt, weil ich den Teil nie durch hatte. Und den wollte ich jetzt durchspielen, bevor ich mir die anderen Spiele in Angriff nehme. Ich erzähle euch eben, was ich halb von Kingdom Hearts weiß. Kingdom Hearts 1 ist für die PlayStation 2 2002 erschienen. Das ist übrigens kein Review, sondern ich erzähle einfach so, was mir gerade so einfällt. Ja, hier geht es um Sora, der mit seinen zwei Freunden, ich glaube Rico und Kairi, auf einer Insel lebt, die dann von der Dunkelheit überrannt wird, überfallen wird und die dann trennt. Sora wird in eine andere Welt gezogen, kann sich dann das Schlüsselschwert. Ne, bekommt das Schlüsselschwert und sucht dann halt seine Freunde. Dabei trifft er dann Donald und Goofy, die ebenfalls Mickey Mouse suchen, also König Mickey. Und dann beginnt das Abenteuer in einer Disney-Welt. Ich glaube, was war das? König der Löwen, Aladdin, was waren da noch? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Aber eine Menge Disney-Welten. Tarzan, glaube ich, auch. Ja, das ist dann eingepackt in einer Mischung aus Adventure, Rollenspiel und Hack and Slay, meiner Meinung nach. Also ich würde sagen eher der Hack and Slay Teil, weil du musst eigentlich nur auf die Schattenmonsterwesen draufhauen und dann kommst du auch voran. Hier in dem Spiel kann man auch ja, sowas wie GF-Monster rufen, wie bei Final Fantasy. Zwar dann nur halb Disney-Figuren, zum Beispiel das Biest aus Schön und das Biest oder den König der Löwen, also Simba. Was sehr gut verpackt ist und auch sehr gut aussieht, meiner Meinung nach. Das ist übrigens mal die CD. Mit sehr schöner Synchron verpackt auch. Also deutsche Synchron, klasse. Geschichte finde ich klasse, obwohl sie nicht komplett durch. Aber wie gesagt, ich hänge da ziemlich am Ende fest. Und ist schon was her. Aber Kingdom Hearts hat schon eine große Fangemeinde und ich warte ja immer noch auf den dritten Teil, also den offiziellen dritten Teil, der ja mal irgendwann für die PlayStation 3 erscheinen soll. Oder sollte. Jetzt ist hier ein 3DS-Ableger in Japan, glaube ich, erschienen. Oder erschienen? Doch, der ist erschienen. Ja, auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, solltet ihr mal euch ansehen. Vor allem als Disney-Fan ist das auch sehr gut. Es gibt hier übrigens auch Final Fantasy-Figuren, die da immer dabei sind, wo ich sage, das haben die halt nur für Fanservice gemacht. Also eigentlich spielen die da gar keine große Rolle. Ich finde es auch ein bisschen am Anfang, ich glaube, das war der Teil hier. Da sind, wer ist da alles tiefer ist da in der Stadt? Wer haben da noch? Sid. Und die werden ja dann überfallen und die schaffen das nicht ohne Sora. Oder war das nicht? Ich glaube, hier war schon der neue Held. Raxus, oder wie der hieß. Ja, egal, aber Kingdom Hearts 2 finde ich auch sehr klasse gemacht. Und ich finde auch, die Grafik sieht hier ein bisschen schöner aus. Was mich ein bisschen gestört hat manchmal bei den Spielen, war die Kamera. Hier ist leider nur so eine Platinum-Disc. Aber sonst hat mir das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Die Figuren sind im zweiten Teil auch alle was erwachsener geworden. Hier, das ist der zweite, den man spielen kann. Mickey. Und was ich beim zweiten Teil sehr gut finde, die haben jetzt nicht nur Disney-Welten genommen, die angesagt waren, sondern auch welche, die man nicht kennt. Also es gab hier eine Welt, die kannte ich jetzt nicht. Und ich glaube, das war auch die Welt mit Tron. War das? Nee, hier, wie heißt doch, ich glaube, hier gab es auch Tron und das mit den Alien, wie hieß das nochmal? Nicht Little Leaper. Ich komme da nicht drauf. Diesen komischen, das aussieht wie mit Mauseohren. Dann kam ein DS-Ableger, Kingdom Hearts 358 2 Day oder Tage. Den habe ich auch nur ganz kurz angespielt. Hat mir eigentlich gefallen. Aber hier spielt man auch, glaube ich, nicht mehr Sora, sondern hier geht es um, wie hießen die nochmal? Das waren so Auserwählte. Bin mir jetzt aber da nicht mehr so sicher. Ist das der Teil, wo es. Ne, das war ein anderer Teil wieder. Ja, hier steht die ganze Geschichte, die könnte ich jetzt lesen und dann wisst ihr es genau, aber mache ich nicht. Ja, in der Organisation, die gehören da alle zu, genau. Ich glaube, das war die 14. Aber den, ich weiß nicht, viele, ich glaube, viele Kingdom Hearts Fans mögen diesen Teil nicht so. Kann dir aber auch leider nicht sagen, warum. Also da müsste ich den mehr spielen.
oder mal durchspielen. Dann ist dieser Teil erschienen, noch nicht so lange her, ich glaube letztes Jahr ist der erschienen. Gibt es auch jetzt, glaube ich, unter 20 € kann man sich ruhig kaufen. Kingdom Hearts Recoded. Oder war es der Teil, der nicht so beliebt war? Ich glaube, das ist der Teil, wo die Heuschrecke, wie hieß die, Geppetto, sich nochmal das Buch durch anschaut und die Welten durchliest oder die Welt anschaut und dann sieht er da einen Eintrag und dann schickt er, ich glaube, eine Kopie von Sora in die Welt, der das dann kontrolliert. Es gibt dann zwei Soras, ich glaube, das war der Teil. Ja. Den habe ich mir schon ein bisschen mehr gespielt. Ich meine, das wäre der Teil. Auch sehr schön. Ich meine, ich bin mir, glaube ich, sogar sicher, dass das der Teil war. Oder doch nicht? Ich meine aber doch. Ja, und als letzte, was ich mir gekauft hatte, war für die PSP Kingdom Hearts Birds by Sleep. Das hat sich eigentlich sehr gut verkauft, wie ich denke. Nee, hat sich auch sehr gut verkauft. Hier spielt man drei andere Figuren. Und ich glaube, das spielt sogar vor dem Teil, bevor das mit Sora beging. Das hießen die nochmal. Die haben die Schlüssel bewacht. Irgendwie sowas war das. Das Schicksal überlässt nicht den Zufall. Das habe ich mir jetzt in der Collector Edition geholt. Da war dieser Kunstdruck bei, die Pappbox, dieser Kunstdruck. Und dieses Artbook, das zeige ich euch gleich, aber schnell. Ich meine, das war das. Ich weiß aber die Namen gerade nicht mehr von den dreien. Ventus, Aqua und Terra, genau. Ein Meister verschwindet, das ist, glaube ich, das war der da, der hat, ne, Zen, ich glaube, das war der, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das, hat das mit Verrat zu tun und ja, ist trotzdem ein tolles Spiel. Ich finde das sogar das besser als die DS-Teile. Also ist meine Meinung. Wobei ich den auch mehr gespielt habe als die DS-Teile, darum kann ich jetzt nicht sagen. Müsst ihr selbst spielen. Also ich finde eigentlich alle Teile recht okay. Sehr gut, super, obwohl ich nicht viel gespielt habe. Okay, fand ich gut, sehr gut. Jetzt noch schnell das Artbook oder Buchlein. Kann ich euch sehr ans Herz legen, wenn ihr eine PSP habt. Ich glaube, die Collector Edition ist jetzt ein bisschen teuer, aber das normale Spiel kriegt man, glaube ich, auch unter 20 € oder 30 €. Müsst ihr mal gucken. Das war übrigens der Meister von den drei, die ich eben gesagt habe. Also von denen, das sieht man sie nicht. Der hat hier halt ausgebildet. Nochmal schnell zeigen. Ich habe es zwar bei meinem Unboxing damals gezeigt, aber ich wollte es euch trotzdem mal zeigen. So. Machen wir hier einen kurzen Schnitt, weil die Kamera ist jetzt voll. Also bis gleich. So, jetzt geht's weiter. Genau, von den drei ist das der Meister gewesen, der eine. Also der Ausbilder. Auch sehr schick. Wie gesagt, ich kenne mich in der Welt noch nicht so aus, weil erstmal ist es sehr lange her, über 10 Jahre vom ersten Teil und dann habe ich die Teile auch nicht alle durchgespielt, beziehungsweise nur angespielt, weil ich den ersten Teil ja nie durch hatte. Aber wie Ben der Meister mir gesagt hat, ein DS-Teil hat ja eh sowieso vor den ersten gespielt. Dann sollte ich einen stehen, durchspielen, dann den ersten und dann den zweiten und dann die anderen Teile. Ja, das war mein Es war einmal zu Kingdom Hearts. Also im Ganzen kann ich sagen, Kingdom Hearts finde ich persönlich ist eine geile Serie. Ich warte schon sehr lange auf den dritten Teil. Den 3DS-Teil werde ich mir auch kaufen, weil ich mag einfach, wie Squaresoft das mit der Disney-Welt und auch wenn die Squaresoft-Figuren relativ wenig im Spiel zu tun haben, finde ich es trotzdem alles sehr gut gemacht. Gerade als Final Fantasy Fan finde ich das einfach nur genial. Jetzt können Kritiker sagen, ja, das ist einfach nur ein langweiliges Hack and Slay mit einer guten Story. Vielleicht ist es einfach nur Hack and Slay, aber mit wenig Elementen RPG, aber ich finde es trotzdem schön verpackt. Also Sequenzen, Soundtrack, Hammer. Also ich finde Kingdom Hearts geil und kann es eigentlich jeden Disney und der Final Fantasy mag mal empfehlen anzuschauen oder zur Probe zu spielen, weil Kingdom Hearts ist einfach nur episch. Ja, das war jetzt mein Video. Es war einmal zu Kingdom Hearts. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich euch nicht so viel dazu sagen konnte. Ich würde mich über Kommentare und Bewertungen freuen. Macht's gut, Leute. Tschüss.